Aha, Verpflegung. Gut. Machen wir wieder zu. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu diesem Unboxing von Western Legends. Ja, lange gewartet auf dieses Spiel. Ihr seht hier ein bisschen, spiegelt sich die Deckenleuchte. Ich packe tatsächlich auf dem Boden aus. Das liegt einfach daran, hier steht noch kein Tisch rum. Ja, damals war ich schon neugierig bei dem Kickstarter und das Spiel hat ja auch schon einiges an Auszeichnungen abgeräumt. Bei Dice Tower den Seal of Excellence bekommen, den Golden Geek Nominee 2018, der Winner des Cardboard Republic 2018 und von Hunter und Kron wurde es als besonders empfehlenswert ausgezeichnet. Dieses ist ein Spiel, was aber so ein bisschen spaltet. Ich weiß, dass es bei anderen zum Beispiel gar nicht gut weggekommen ist. Der Digger sagt, das ist nicht mal der Karton, das Papierwert, aus dem der Karton ist. Umso neugieriger bin ich. Wir haben hier ein Spiel von Autoren Hervé Lemaître. Ich gehe mal davon aus, den guten spricht man so aus. Und jetzt haben wir hier natürlich das große Unboxing. Das ist jetzt die ganz normale Retail-Version, die man bei BoardGameBox bekommen kann. Und ja, hier haben wir erstmal das deutsche Regelwerk. Sind halt doch ein paar Seitchen. Wir reden hier von 24. Ist aber von der Schriftgröße recht übersichtlich, finde es schön gestaltet, jetzt so beim Durchschauen. Ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist mir jetzt zu fuddelig. Da liest man Ewigkeiten. Dann haben wir hier den General Store und da haben wir die ganzen Pappteile dazu. Ich werde das jetzt hier nicht vor laufender Kamera aufbauen, das werde ich euch ersparen. Und das lege ich jetzt hier mal auf die Seite, schön gemacht hier, dass man nochmal ein bisschen Zwischenschutz einlegt. Ja, das Ganze ist ja ein Open-World-Spiel und Open-World kann ja auch schon mal diverse Problemchen haben, wie das ist mit dem Balancing und mit der Downtime bei zu vielen Spielern oder bei Vollbesetzung. Hier haben wir quasi Dark Rock und Red Forest, zwei Ortschaften und drumherum hier die Goldminen oder den Fluss, wo man Gold schürfen kann. Ich bin super, super, super gespannt auf die erste Partie, freue mich da diebisch drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wir haben hier des Weiteren noch ein paar Ringe für die allgemeinen Banditen, die da rumstehen und für die Spieler. Dann haben wir hier zwei sehr große Würfel, seht ihr, die stellen schon was dar. Ein paar Markerchen. Dann haben wir hier Goldnuggets und wir haben hier Spielerfigürchen. Und jede Menge Plastiktüten, die drin rumliegen. Jetzt ist es so, das hat auch im Vorfeld, macht das immer wieder mal die Runde, dass in diesem Spiel quasi die Figürchen jetzt nicht so explizit einem Charakter zugehören. Das sieht man, das ist definitiv so eher ein indianischer Typ. Das ist einer, der hier in der Gegend rumsteht, also so ein Banditentyp. Die sind teilweise schon, ich sag mal, ein bisschen generisch, finde ich jetzt aber gar nicht so schlimm, dass man jetzt nicht unbedingt pro Spieler jetzt einen dedizierten Charakter hat, sucht man sich halt einfach einen schön aus. So, da liegt ein Zettel drin. The cards are under the insert. Ich dachte gerade, wo sind die Karten? Das ist gut, dass das jetzt da drauf steht. Ich habe schon ein bisschen Panik geschoben. Da haben wir ein paar Markerchen, die sind sehr, sehr klein. Dann Nicht-Spieler-Charakter. Und hier eine Übersicht. Spielzug. Das Ganze sollte 6-mal vermutlich drin sein. Ja, sieht nach 6-mal aus. Das können wir auch auf die Seite legen. Und dann haben wir hier unsere Playerboards. Oh, finde ich materialtechnisch ziemlich schön. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Die gibt es in zwei Varianten. Hier oben noch mit diesen drei zusätzlichen Bereichen. Was es damit auf sich hat, weiß ich jetzt gerade aber nicht auswendig. Hier diese Pokerchips sind sehr klein. Die gibt es in der Anti-Up-Erweiterung. Sind die größer. Die kommt ja auch dieses Frühjahr auf Deutsch. Und deswegen ich auch heiß auf Western Legends. Dennis hat ja Anti-Up schon. Und der ist halt auch Kickstarter-affin. So, hier aber die Karten. Ich weiß nicht, ob ich die euch jetzt alle zeigen soll. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu lange. Wir packen hier mal wieder alles rein. So, und dann haben wir hier die Spielkarten. Die zeige ich euch jetzt auch mal im Schnelldurchlauf. Oh.
ja, dass hier quasi Waffen und natürlich den Mustang, den man als ja, Fortbewegungsmittel nutzen kann, das sind hier dann wohl die Aufgaben, die man erreichen kann. Hier Gegenstände weitere, die man entsprechend im General Store erwerben kann. Und das sind die Pokerkarten. Und hier das gleiche nochmal mit weiteren Kärtchen. Auch die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hier den Mulli. Und die Charaktere, die es im Spiel gibt. So, da haben wir schon mal einiges an Karten. Ich werde euch jetzt nicht 100% alle zeigen. Dauert mir jetzt einfach zu lang, das alles jetzt vor der Kamera in Zeitlupe auszupacken. Ich glaube, so ein bisschen einen Eindruck habt ihr jetzt ganz gut bekommen, wie das Ganze auch aussieht. Ich finde die Illustrationen gelungen. Das passt zum Spiel. Das ist thematisch schön gemacht und ich bin gespannt, wie da tatsächlich jetzt die deutsche Überarbeitung ist. Möchte hier allerdings noch einen Blick hier in die Handvoll Extras werfen und in der Gute, der Böse und der Schöne. Das sind nämlich hier Zusatzerweiterungen, die uns Boardgame Box zur Verfügung gestellt hat. Und da schauen wir jetzt natürlich rein, was da drin ist. Das sind nochmal, glaube ich, Ergänzungen aus dem ersten Kickstarter. Ja, da kommen nochmal Karten mit. Nochmal große Karten. Entsprechend ein Beutelchen, sehr klein. Ein paar Markerchen. Flüchtiger Desperado. Oh, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man die Banditen, die in der Gegend rumstehen, entsprechend kennzeichnen kann. Und dann haben wir hier ein paar neue Figürchen. Finde ich cool. Yeah, sehen schön aus. Und dann haben wir hier noch die zweite Erweiterung. Die machen wir auch noch auf. Schauen auch noch, was drin ist. Sind ja nicht gerade besonders kostengünstig, muss man auch fairerweise dazu sagen. Die kosten schon ein bisschen ihr Geld. Und da haben wir jetzt quasi nur noch mal Karten drin. Und hier kommen Charakterkarten, Storykarten, Aufgabenkarten und ein paar legendäre Gegenstände. Ist natürlich auch schön, wenn man da ein paar neue Gegenstände hat, den Blitz. Aha. Einfach ein bisschen auch den General Store aufzupeppen. Ja, das quasi der Unboxing-Part von, zumal das wieder da rein, was drin war, von Western Legends. Ich werde jetzt erstmal aufbauen und gebe weiter zum nächsten Unboxing. Der zweite Teil unseres heutigen Unboxings, Mandala, ein Zwei-Spieler-Spiel von Lookout. Und da wollen wir jetzt natürlich gemeinsam reinschauen. Das ist ein Spiel, das eine kleine Besonderheit hat, so wie kann ich schon vorwegnehmen. Denn wir haben hier, Achtung, man höre und staune, eine Tischdecke mit drin, ja? Hier kommt quasi der Spielplan als Tischdecke. Allen Ernstes finde ich mal eine sehr coole Idee und da hat auch ein Lookout wohl, beziehungsweise der Produzent dran rumgespielt, wie man denn jetzt diese Matte tatsächlich reinfalten kann mit den wenigstmöglichen Knicken. Und dann haben wir hier natürlich noch jede Menge Karten. Hier in verschiedenen Farbkonstellationen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe gerade keinen blassen Schimmer mehr, worum es tatsächlich in Mandala geht. Muss ich mich auch erst wieder einlesen. Oder hätte mein Video anschauen sollen zur Spiel 2019, als uns der Sören das bei Lookout direkt vorgestellt hat. Relativ einfach eigentlich so vom Ding her. Und ist ja auch ein Spiel, was glaube ich vom Schwierigkeitsgrad eher so familiär angesiedelt ist. Steht jetzt gar nicht drauf, ab wie vielen Jahren, doch ab 10. Ja, so medium schwer hätte ich das jetzt eingeschätzt. Ja. Hier haben wir aber unterschiedliche Rückseiten. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt abhängig von den. Ah, ne, das sind zwei Spielübersichten, glaube ich. Ja.
Das sind Spielerübersichten. Leider kein Beutelchen mit drin, was natürlich den Nachteil hat jetzt, dass mir hier alles ein bisschen in der Schachtel rumfliegt. Gucken, wie war es denn drin? So, in der Art. Wir packen es wieder rein, dass wir es auch hoffentlich in Kürze auch spielen können und euch hier auf dem Kanal vorstellen können, dass das super kurze Unboxing zu Mandala, einer der Lookout-Neuheiten von der Spiel 2019. Und wir machen direkt jetzt mit dem nächsten Titel von Lookout weiter. Der zweite Lookout-Titel und das dritte Spiel des heutigen Unboxings ist Foothills. Auch hier ein Zwei-Personen-Spiel, allerdings eines der etwas größeren Natur. Wir haben hier, schauen wir mal rein, ein etwas umfangreicheres Regelwerk. Und dementsprechend hier auch definitiv eher ein gehobeneres Spiel. Hier haben wir zwei Spielsteinmarker und jede Menge Klötzchen. Hier haben wir auch Tüten dabei. Wir haben hier entsprechend noch einen Stapel Karten. Karten sind mir zum Öffnen immer das absolut Liebste, weil ich stelle mich da immer absolut blöd an. Ja? Also wir haben hier auch Karten, die ihr seht, die kann man aneinander legen, wenn ich das richtig sehe. Die sind quasi linksorientiert oder rechtsorientiert. Das sind jetzt alles normale Karten. Ich hoffe, es spiegelt nicht so sehr, das ist ja jetzt quasi eine andere Seite. Ja, und hier wieder. Ja, so, hier funktioniert es nicht. Ja, das, der Stapel Karten, auch hier wieder Werbung mit drin. Wir haben auch hier ein Beutelchen. Und dann haben wir hier einige Punchboards. Da fällt uns direkt quasi schon der erste Teil hier entgegen. A, B, C, D, E, F und so weiter. Dann haben wir hier einiges an verschiedenen Token. Hier ebenfalls einiges an Tokenmaterial. Das zeige ich euch jetzt hier einfach mal. Das sieht hier nach solchen Wägelchen aus, die man hier zusammenbaut. Kommt vermutlich das hier dran. Eisenbahnwägelchen. Juhu! Ja, das war's auch schon zu Foothills. Schreibt doch mal da in die Kommentare, was wollt ihr denn dazu sehen? Zwei-Spieler-Spiele haben natürlich den Charme, es bietet sich mehr oder weniger schon zwangsläufig fast an, ein Zwei-Spieler-Let's Play zu machen. Logisch bei einem Zwei-Spieler-Spiel, dass es kein Drei-Spieler-Let's Play gibt. Das zu Foothills von Ben Batteson und Tony Boydell. Und die nächste Lookout-Neuheit. Und wir kommen zum Highlight des heutigen Unboxings, Newdale, bzw. Aufbruch nach Newdale von Alexander Pfister. Ein Kennerspiel in 8 Kapiteln und hier sieht man schon, da kommen einige Karten mit. Und was auch direkt auffällt, ist tatsächlich die Verwandtschaft zu Oh My Goods. Und man sieht es an den Karten, auf der Rückseite jetzt nicht, aber auf der Vorderseite, wie die Karten aufgebaut sind, das sieht man schon gewisse Ähnlichkeiten mit diesem kleinen Spiel. Hier ist es jetzt ganz besonders deutlich beim Sägewerk. Ja. Weberei, Rinderfarm oder Fleischerei, Mühle, Bäckerei, ja, Festung und vieles mehr. Das ist jetzt mal ein Kartenstapel. Wir können in den anderen auch mal spaßeshalber noch kurz einen Blick reinwerfen. Ziegelei, Weinberg. Ich hoffe, ihr seht es einigermaßen ein bisschen was. Fischerhütte, Kapitän und vieles, vieles mehr. Und wieder ein Säckchen dabei. Sehr schön. Jede Menge Häuschen, Token,
In Spielerfarben Braun, Grau, Weiß und Orange. Orange ist meine Farbe. Könnt ihr euch direkt abschminken, wenn ihr mit mir spielt. Orange gehört mir. So. Die Chronik 1 von 2. Oh je, bis Chronik 8. Ah, das ist dann quasi immer zu den einzelnen Geschichten. Ja, dann haben wir hier die Spielanleitung. Auch so ein Spiel, wo bei uns sehr, sehr, sehr hoch im Kurs stand vor das Spiel. Da waren vor allem Dennis und Georg mega heiß. Anders kann man es echt nicht sagen. Und ja, dann ist dieser Hype so ein bisschen verpufft. Ich glaube, die zwei haben es nicht mal mehr auf dem Schirm. Wird jetzt garantiert, sobald das Video online geht, kommen von beiden, bring das mal mit. Da bin ich ja jetzt schon sicher. Da haben wir hier, da es die, Player, die Spielerfarben sind, gehe ich mal davon aus, das sind die Tableaus der Spieler. Dann haben wir hier noch einige Markerchen, die versuche ich hier gerade aufzuklappen und stelle mich natürlich doof an. Ja, hier haben wir einige wunderschöne Marker und hier ein Tableau. Die Spielertableaus, wir machen mal alles hier zur Seite, weil ihr wollt ja, ihr seid ja bloß noch dran, weil ihr den Spielplan sehen wollt, ich weiß es. Habe ich gesagt, Spielplan sehen? Cool. Das ist Spielplan. Und ich habe das Gefühl, die Befürchtung oder wie auch immer ich das jetzt ausdrücken soll, den kann man irgendwie aneinanderlegen. Aber die Frage ist, wie? Oder sind das immer Spielpläne? Ah, hier steht jetzt zum Beispiel A drauf. Dann steht hier F drauf. Das kann man bestimmt irgendwie aneinander pappen. Aber wo? Oder man braucht natürlich unterschiedliche Spielpläne für unterschiedliche Geschichten. Da auf jeden Fall viel in der Box drin. Die hat auch ihr Gewicht. Finde ich cool, finde ich schön, gefällt mir. Ich mag das durchaus, wenn Spiele, auch hier ein Aufklärchen, wenn Spiele mit Material daherkommen, finde ich nichts schlimmer tatsächlich als solche Mogelpackungen, riesen Verpackung und innen drin schlummern dann irgendwie so gefühlt nur 10 Karten, ein Spielplan, 3 Spielkürchen und das war's. So, jetzt muss ich mal irgendwie die Karten hier aufräumen, dabei müsst ihr mir aber nicht zuschauen. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und dann sehen wir uns zum nächsten 4-in-1 Unboxing und ich führe mir jetzt ein bisschen mal die Regeln von New Dale zu Gemüte. Und vielleicht kann ich so bis zum nächsten Unboxing. Wer weiß. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß beim Spielen und tschüss.